Willkommen zurück zu Twilight Princess. Folge 2 im Merkuin-Dungeon. Wir sind in der ersten Folge schon recht weit gekommen und wir durften in dieser auch den Zwischenboss erreichen. Links oben haben wir die Truhe. Perfekt. Und ich meine, da ist der Kompass drin. In dem Raum gab es eigentlich nicht so viel zu beachten. Aber ich höre schon... Ja, genau. Drecksviecher! Gibt's doch gar nicht. Unsere Herzen werden so langsam ein bisschen knapp. Wir bekommen hier so verdammt wenige. Ich auch noch wegmachen. So, die Viecher können wir hier mit dem Haken runterschmeißen. Oh, beide direkt. Wunderbar. Dann dich noch. Wir müssen näher ran. So, wir müssen uns praktisch hier über die Holzbalken dann darüber befördern. Ist eigentlich auch nicht so schwer. Das Einzige, worauf wir achten müssen, es gibt hier, das sieht man hinten so ein bisschen, rutschigere Stellen. Das sind diese Hellen. Und dann, ja, rutscht man halt. Das wollen wir natürlich verhindern. So, ich hoffe, wir können von hier rüberspringen. Jups, können wir. Wunderbar. Irgendwas Nützliches? Nein, Rubine. Aber wir sehen einen Haken links in der Ecke. Da können wir uns dann auf dem Rückweg wieder hin bewegen. Sehr schön. So gefällt mir das. Dann sparen wir uns nämlich... Ups, das ist umgesprungen hier. Der Kompass. Du weißt, was du mit diesem Item machen kannst, denn du hast ihn schon viele Male bekommen. Sehr schön. Und rüber und weiter geht es. So, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Kompass brauchen, um an den folgenden kleinen Schlüssel ranzukommen. Wir müssen den Schlüssel nämlich gleich als Wolf ausbuddeln. Ja. So, hier wieder rüber. Als Wolf ausbuddeln. Und ich weiß nicht, ob man den auch ausbuddeln kann, wenn man kein Wolf ist. Quatsch, nicht wenn man kein Wolf ist, sowieso nicht. Aber wenn man den Kompass nicht hat. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber Kompass haben oder nicht, ist immer eine gute Sache. So, wühlen. Hier nicht. Hier auch nicht. Ach, Drecksviechers. Ja, komm, zumindest einen mal wegmachen hier. Die gehen einem aber auch wirklich nur auf die Nerven und sonst gar nichts. So, komm. Ach, scheiß doch, buddel halt. Wo ist es denn? Na, hier ist es auch nicht. Hier? Genau. Okay, nochmal. Jetzt aber. Na, immer noch nicht. Ja, wir müssen uns genau draufstellen, aber wirklich punktgenau. So, die Gegner ignoriere ich jetzt einfach mal. Wir holen uns den Schlüssel. Denn ich möchte auf jeden Fall den Zwischenboss hier noch fertig haben. In dieser Folge. Er ist auch im nächsten Raum, den wir erreichen werden. Also nicht so das Problem. So, und hier... Hier haben wir... Achso, hier geht's nicht. Okay. Wir können nach oben... Ach nee, der ist so ein Drecksviech. Okay. Nee. Uninteressant noch. So, und mit dieser Apparatur können wir dann die Kugeln von Raum zu Raum bewegen. So, wir betätigen aber den Schalter. Ups. Das Ding kommt runter. Wir legen die Kugel rein. Gehen dann zurück in den anderen Raum. Und können dann auch da wieder den Hebel betätigen. Aber vorher, ich glaube, diesmal müssen wir die Gegner wegmachen. Denn sonst gehen die einem dabei auf die Nerven. So, komm, du, weg. Oh. So, Nummer 1. Ja, lauf doch noch weiter weg, Mensch. Ja, jetzt nicht mehr, perfekt. So, im Luftkampf bin ich natürlich weit überlegen. Hat zumindest funktioniert. Ja, das war auch eine sehr schlaue Idee, dass du... Was? No oh, noch einer. Ich werd irre. So, komm. Mit ein bisschen Glück. Naja, haut natürlich nochmal ab. So, wo ist er? Gut. Jetzt aber erledigt. So, dann hier verwandeln. Und dann... Ach, ich stelle mich immer vor den Falschen. Eben auch schon. Kugel nehmen. Ab zur Kanone. Ab zur Kanone. Bisschen schneller, wenn es geht. Bisschen schneller. Nein, ach, lass dir ruhig Zeit. Ist okay. Gut. Dann... Ja, packen wir die erstmal hier an. Da ist eine Truhe. Ach, keine Ahnung, ob da was Tolles drin ist. Gucken wir mal.
Wobei, nee, die beiden Herzteile sind da... Nee, Herzteile ist auf jeden Fall nicht dran. Ich glaube, die beiden Herzteile werden wir uns dann auch in der nächsten Folge bereits holen. Das geht alles recht zügig hier. Eventuell sind wir hier sogar schneller als in der Wüstenburg. Achso, die Kugel nicht vergessen. Und jetzt machen wir das Ganze nämlich nochmal, nur diesmal mit der anderen Seite. Und jetzt können wir dieses riesige, was ist denn das, dreiköpfige oder sechsäugige oder was auch immer Viech da erledigen. So, eventuell sollte man das Ganze aber noch drehen. Und nochmal. Jupp, jupp, jupp. Aus Link. Und noch einmal. Komm schon. Du schaffst es. Puh. So. Bomb rein. Wir kennen das Spielchen. Garrumps und weg. So, und Zwischenbosszeit. Oh, und ich habe keine Herzen. Oh, das wird lustig. Ach. Okay, es geht doch so. Komm, mach mal. Ah. Sterbt ihr nicht dadurch? Kann ich euch da echt nur runterschubsen? Ich dachte, ich könnte euch doch damit umbringen. Oh Mann. Okay, wir haben eine Fee noch. Ach, scheiß auf das Ding. Echt mal. Wirklich drauf geschissen. Nehme ich die Fee sofort oder... vier Herzen, das ist... Das ist so ein ganz nerviger. Ja, aber ich glaube, ich weiß noch, was wir da machen mussten. Aber das ist wieder sowas, wo man schnell sein muss und... Oh boy. Genau das Richtige für mich. Ja, ihr wisst ja, wie ich spiele. Mhm. Naja, mach du mal. So. Wir müssten, glaube ich, jetzt ein bisschen warten, bis er dran ist. Können dann hier ausweichen, genau. Und dann... Ach, von hinten natürlich. Ach, verdammter Mist. Ja, gut. Nicht von vorne wegen der Rüstung, alles klar. Aber ansonsten war das schon soweit das, was wir machen müssen. Wir warten ein bisschen, bis er da ist. Gucken, dass wir auf Abstand kommen, zumindest ganz leicht. Und müssen dann ganz, ganz schnell ausweichen, aber wirklich... ganz, ganz schnell. Und dann haben wir hier ein bisschen Zeit. Oh, das ist gut, das ist gut. Das ist nicht gut. Aber okay, passt noch. Okay, es läuft. Und das machen wir jetzt noch ein, zwei Mal. Ich hoffe nur einmal und dann ist das Ding ja auch schon vorbei. So. Zack. Sehr schön. Yes. Okay. Oh, perfekt. Ja, wenn das mit dem Ausweichen nicht klappt, schnell, dann ja. Kann das mit unter Umständen schon ein bisschen nervig werden, aber okay. Böses Gesicht mach. Yeah. Huh? What's that? Oh, das Spezialitem des Dungeons. Du hältst den Morgenstern. Lege ihn auf. Ach, und mach einfach dasselbe wie immer. Wundervoll. Der Morgenstern. Diesmal kam dazwischen muss dann auch ein bisschen früher. Und mit dem Morgenstern können wir dann endlich auch diese Dinger hier kaputt machen. Wo ist der Morgenstern? Ich finde ihn nicht. Oh Mensch. So. Zack. Wir können ja gerade mal gucken. Ich finde auch die Animation hier wieder so Bombe. Weil der Morgenstern einfach so scheiße schwer ist. Jups, jups, jups. Ach, herrlich. So, und damit können wir dann hier praktisch, ähnlich wie beim Greifhaken, so, patsch, nur dass wir diesmal alles kaputt machen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir machen noch die Wand kaputt, aber nein, das nicht. So, und hier haben wir, Ordener Ziegenkäse. What the? Ja, schon wieder etwas zu essen, ja, war doch klar. Die war so unsicher. Das musste ja so kommen. Mann, Mann, Mann. Na egal. Vielleicht wollte er doch noch was sein. Gehen wir zurück. Ja, gut. Dann auf zurück. Reden dann wieder mit dem Alten. Dann mit der Ollen. Und dann... ja. Dann geht's weiter. So. Gerade mal gucken auf die Uhr. Ja, wir liegen wundervoll in der Zeit.
So, hier verwandle ich mich direkt mal als Wolf. Einfach nur, damit wir hier schneller rüberkommen. Lalalala. Ja, ja, euch. Ihr könnt mich mal. Achso, wir können ja keine Türen öffnen als Wolf, natürlich. Wir können Kisten aufmachen, aber wir können keine Türen. Egal. Unwichtig, ich mag mich da gar nicht mit den Details beschäftigen. So, ja. Bombs einmal schön gegen die Tür. War er... Was zum... ja, ich glaube, das ist eh... ich überlege gerade, wo... Mussten wir hier? Ja, hier ist die Küche, okay. Ich war gerade etwas verwirrt. Ja, reden wir erstmal mit ihm. Da fehlt noch das gewisse Etwas. Darf ich mal raten, was? Richtig gut. Was tust du denn da? Bums. Eins in die Fresse gib. Oh, genau, das hat mir für die Suppe doch gewählt. Käse. Dicke Käsesuppe. Jetzt muss sie nur eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Ja, mache ich sofort. Jetzt können wir uns ja leisten. Ach, ich habe die... Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt können wir uns ja leisten. Ich habe die Fähre gar nicht benutzt. Ja, falsche Taste. Falsche... Whatever. Machen wir aber jetzt mal. Machen wir uns mal hier voll, denn... ja, ich weiß nicht. Viele Herzen haben wir irgendwie jetzt nicht so bekommen. Ich wüsste jetzt nichts. So, packen wir uns das auch mal hier rein. Und es ist lecker gelblich. Yummy. Luxussuppe. Ja, ja, ist in Ordnung, ne? So, dann... Moment, ich will den so haben und den Morgenstern will ich dann hier haben. Okay, dann reden wir jetzt nochmal mit der Ollen. Genau, und da, wo ich nämlich gerade eben zweimal gegengelaufen bin, das macht die uns nämlich jetzt auf. Ich war auf der falschen Seite. Oh, Link, jetzt fällt's mir wieder ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich in das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Oh, ich Dummerchen. Wie konnte ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. Oh, yeah. Erst hier, wo das Zeichen ist. Ja, jetzt geht's in den zweiten Stock. Dort muss er sein, ganz sicher. Geht auch noch einmal. Ja, genau, da bin ich nämlich eben zweimal gegengeballert. So, ist aber jetzt alles gar kein Problem mehr. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir eine Tür mit... ja, 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 das brauchen wir aber erst später. Wir machen jetzt erstmal hier den Weg frei. Wundervoll. Ach, mit dem Morgenstern ist das alles so herrlich. Wir müssen nur richtig weglegen, damit wir uns auch schneller bewegen können. Ja, 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 genau. Die Dinger gibt es jetzt hier auch wieder. Oder was heißt auch wieder? Warte mal gucken. Wie weit geht das Ding runter? Wollen wir uns natürlich nicht treffen lassen. So, und hier dürfte dann gleich irgendwo eine Lücke sein. Und zwar hier. Eins. Zwei. Tschüss. So, die Viecher da drin, die... Ignorieren wir. Ja, das gleiche machen wir nämlich jetzt hier nochmal. So. Mit dem Morgenstern können wir die jetzt auch kaputt machen. Herrlich. Ja, 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 ja. Eins. Zwei. Und dann machen wir das gleiche hier oben nochmal. Perfekt. Nerven uns noch ein bisschen mit den Viechern hier rum. Gut, ja, was wir jetzt noch fix machen, wir gehen noch runter und holen uns ja schon mal so eine Kugel, dann müssen wir das später nicht machen. Und zwar hier, genau. Denn wir haben oben ja schon die Kanone gesehen. Ich glaube, für jetzt ist es noch recht uninteressant. Falsche Taste, wieder einmal. Für jetzt ist es noch recht uninteressant, aber dann haben wir das schon mal oben. Und ja, was erledigt ist, ist erledigt und... Das ist schon mal gut. So. Einmal hier. Einmal Hebel. Einmal Hebel. Na, einmal Hebel. Komm, mach. Kugel rein. rein, habe ich gesagt. Nicht daneben liegen. Genau so. Perfekt. Ach, Link, du bist ein Genie. So, nochmal am Hebel ziehen. Schnappen und ab nach oben. Es ist schon mal gut, dass die nicht wiederkommen. Ich hoffe, das bleibt doch so. Aber ich meine, die dicken Eisviechers hier, die kommen nicht mehr zurück. Würde ich zumindest tierisch abkotzen, wenn das so wäre. Komm, mach ein bisschen schneller. Ich will die Dinge noch laden hier, bevor wir Schluss machen für heute. Oder für heute ist gut, ich mache jetzt weiter, aber mit dieser Folge.
So, zünden wir jetzt aber noch nicht, denn das bringt hier gerade noch nichts. Wir werden hier weitermachen. Nein, wir werden erst hier weitermachen. Werden uns dann in der nächsten Folge die beiden Herzteile holen und weiter im Dungeon voranschreiten. Bis zum nächsten Mal.